Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wir haben ja eine schöne neue E-Mail. Wie kann ich mich schützen beim Dating? Kurz noch, kannst du immer noch einsteigen, die Selbstliebe-Challenge in die aktuelle. Sollte ihr ja mal gemacht haben. Und die Manifestations-Challenge ist ein bisschen abgefahren. Ne? Kann man noch gut rein und dann verschiebt sie das einfach entsprechend und man verpasst nichts. So, eine Nachricht von Karinetschkola. Und wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeschipp.de. Hallo, ich bin durch deine Videos auf deine Kurse gestoßen. Ich war circa 8 Monate in einer toxischen Beziehung mit einem Bindungsängstler. Da ich selber unter Bindungsangst leide, hat es sehr langsam gestartet. Wir waren beide distanziert. Es gab erst ein paar Treffen, in denen wir nur geredet haben. Wir haben jeden Tag stundenlang geschrieben und uns super verstanden. Ja, also immerhin habt ihr euch getroffen. Deswegen ist es jetzt nicht so ein Kardinalfehler. Ich würde trotzdem wenig schreiben und mehr treffen, so, weil Autos verkauft man auch nicht über WhatsApp. Also ne, wird jeder Autoverkäufer sagt immer, komm her. Und ja, es funktioniert einfach besser, weil die Musik spielt auf dem Date, ne? Und nicht über WhatsApp. Und dann, ja, sagt auch die Wissenschaft, also die Wissenschaft sagt ja nicht Bindungsängstler, die sagen immer, unsicher vermeidender Bindungsstil. Es funktioniert nicht gut. Einer von beiden sollte eher bindungssicher sein. Und deswegen, oh Mann, ist meine Stimme heute, naja, habt ihr jetzt mal so eine Reibeisenstimme heute. Würde ich persönlich sagen, ja, ist ja egal, auch wenn ihr beide gleiche Probleme habt, trotzdem, ja. Also wenn du ein Feuer löschen willst, da kippst du auch nicht ein anderes Feuer drauf, so, ne? Das funktioniert halt nicht. Oder wenn du Eis, sagen wir mal, bei dieser Bindungsangst, wenn du Eis auftauen willst, kippst du nicht nochmal einen Pfund Trockeneis drauf, ne? Von daher verständlich, dass man so denkt, ja, wir haben ja beide Verständnis, aber es gilt wirklich als wirklich sehr ungünstiges Match 2 mit einem unsicher vermeidenden Bindungsstil. Von seiner Seite war erst die Verliebtheit da, ich war mal sehr vorsichtig und habe mich dann langsam in ihn verliebt. Von einem Tag auf den anderen hat er plötzlich Mauern hochgezogen, hat sich wieder gemeldet, Treffen abgesagt, er war wie ausgewechselt. Ja, also jetzt mal ganz abgesehen, ist da auch echt völlig wurscht, weil eigentlich brauchen ganz viele Leute, die bei mir auf dem Kanal sind, brauchen jemand, der eine sicherere Bindung hat. Sichereres Bindungsmuster. Holla, die Waldfee. Und ja, deswegen muss man jetzt gar nicht böse sein oder so, aber sobald sowas passiert, sowas, was du jetzt hier erlebst, das, was ich immer, immer wieder sage, wie ein, weiß ich nicht, ein Oldtimer aus den 20ern immer wieder sage, Standards und Dealbreaker. Und wenn jemand von einem Tag auf den anderen ohne Grund ein völlig anderes Verhalten zeigt, in der frühen Datingphase, bei mir wäre sofort Schluss, sofort, würde ich sofort denken, kein Bock drauf, ist mir scheißegal, warum, interessiert mich alles nicht, next. Weil es spielt keine Rolle, also ob er jetzt, vielleicht hat er jemand kennengelernt, vielleicht ist die Ex zurück, vielleicht, du weißt es nicht, du sagst jetzt ja, vielleicht hat die Bindungsangst eingesetzt und der arme Kerl, der braucht jetzt Hilfe und Unterstützung und nein, da hat ja kein Mensch nachgefragt, also das hat einfach sein Verhalten verändert, offensichtlich in nicht mehr so verliebt, also überhaupt nicht mehr verliebt und dann next, muss man auch gar nicht drüber aufregen und fertig. Also klar, also man kann ja nicht irgendwie nach ein paar Wochen schon anfangen mit Paartherapie, wenn ihr jetzt jahrelang zusammen seid oder so, ne? Klar, ist was anderes, aber ja. Nach dem fünften Date begann die körperliche Nähe von seiner Seite, achso, das hatten wir ja schon. Von einem Tag auf einen Tag hat er Mauern hochgezogen, hat sich wieder gemeldet, Treffen abgesagt ist ciao! Also Leute, ich habe mich richtig ein bisschen aufgeregt, wie ich die Mail gelesen habe, aber du bist ja ganz neu, es hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber danke. Leute, hört auf mit dem Scheiß. Sofort Schluss. Also das, was ich rate. Ich meine, macht eh jeder, was er will und hat seine eigene Meinung dafür, aber ich hätte so
also aus meiner Erfahrung würde ich sofort sagen, next. Sofort. Also wozu? Das bringt nichts, darüber nachzudenken. Und wenn erstmal Dates abgesagt werden, ist es auch völlig wurscht, ob der illoyal ist, Dates nicht einhalten kann, nicht verliebt, Bindungsangst, die Ex ist wiedergekommen, Außerirdische haben die Erde gekapert, ein Vulkan ist ausgebrochen an seiner Stelle, weiß ich nicht, ist eine andere Zeitlinie gewechselt und ist jetzt im Mittelalter. Es spielt keine Rolle, es ist scheißegal, es ist völlig wurscht. So. Er war wie ausgewechselt, ich weiß, dass er auch mit sich selber zu kämpfen hat, ja, aber deswegen kann man trotzdem auf ein Date kommen, so, sorry, kann man ja sagen dann. Er hat auch einen geringen Selbstwert und da zugegeben, dass er alles abwirkt, was ihm nahe kommt, aus Angst wieder verletzt zu werden. Ja, ich würde an deiner Stelle zu jemandem nicht daten, selbst wenn du denkst, dass du genauso bist. Wie gesagt, man bekämpft Feuer nicht mit Feuer. Es passt einfach nicht. Es ist ein Wahnsinn. Also Wahnsinn jetzt, flapsig gesagt. Also es ist ein Irrsinn. Sowas kann nicht funktionieren. Ne? Das ist auch egal. Ich weiß ja gar nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob er Bindungsangst hat. Also vielleicht ist die Ex wieder gekommen, vielleicht hat er irgendeinen anderen getroffen, die er jetzt gerade minimal interessiert, was ihm jetzt gerade wichtiger ist, weiß es nicht. Also, ich würde das auch nicht persönlich nehmen, überhaupt nicht. Ne? Und außerdem gibt es Bindungsangst und Bindungsangst, deswegen habe ich ja auch zwei Kurse gemacht. Einen für Leute, die sich eher co-abhängig sehen, die können ja sehr bindungsängstlich sein, Leute, die ja, vielleicht eher auch so sagen, ja, manche aber auch irgendwie so ein bisschen egozentrische Anteile, die können Modul 6 machen. Ne? So. Ich habe da auch letztlich keine Wertung. Ich kann nur, wenn ihr einen besseren Dating-Erfolg haben wollt, dann und ihr Zeit sparen wollt und nicht noch mit 95 noch diese ätzenden Spiele spielen wollt, dann sofort next. Er hat einen geringen Selbstwert und da jetzt, ich habe in dieser Beziehung nichts falsch gemacht, ja, das glaube ich, war immer ehrlich, Freiraum gelassen, nicht geklammert, nicht gezickt. Das wäre ja so schön, wenn es mit einem selber zu tun hätte, aber es hat nicht, also klar, ich kenne jetzt nicht den ganzen Fall, aber es hat nichts mit dir zu tun. Das ist frustrierend, aber was soll das mit dir zu tun haben? Trotzdem ist für mich nichts mehr gekommen. Also Leute, wenn ihr über sowas nachdenkt, dann sollten wir erst gar nicht. Also vielleicht ist es auch Online-Dating, vermute ich mal. Dann sollte man es echt lassen, weil man weiß es nicht. Also ich habe sowas auch im Online-Dating x-mal erlebt. Bei mir hat es auch dann dazu geführt, aber es hat auch noch andere Gründe, dass ich es dann nicht mehr gemacht habe. Also bei mir ist auch, dass meine Bekanntheit, relative Bekanntheit, aber in diesem dieser Subgruppe dazu geführt, dass es einfach überhaupt nicht mehr ging und aber ist auch egal. Das ist lange her. Aber also muss man ein dickes Fell haben, ne? Aber es gibt auch andere auf Datingbörsen, definitiv. Trotzdem ist für mich nichts mehr gekommen, wir hatten immer noch über WhatsApp Kontakt. Ja, warum willst du da Kontakt halten? Das ist ein Irrsinn. Da gibt's nichts. Das ist nur, dass du dann angetriggert bist. Inneres Kind, Ego, was weiß ich. Wieso meldet er sich jetzt nicht? Ich verstehe das auch, nur es bringt nichts. Weil offensichtlich hat er gerade keinen Bock, so richtig, das weiterzumachen. Wenn du ihm dann schreibst über WhatsApp, hat er nicht mehr Bock von, ne? So. Und was soll er dann sagen? Ich habe gerade jemand anders gedatet oder wir wissen es ja auch gar nicht, es bringt ja auch nichts, ne? Plötzlich hat er mich grundlos auf Facebook blockiert. Ja, ist doof, aber das auch, um das zu vermeiden, würde ich viel schneller next sagen, weil ich weiß, wie doof das ist, geblockt zu werden, ne? Das macht keinen Spaß. Es triggert einen noch mehr an und deswegen würde ich so ein Match sofort löschen, sofort alle Nummern löschen und next. Klar, wenn ihr jetzt schon körperlich wart, ja, dann schreibt mir vielleicht mal einmal, was ist denn eigentlich los? Aber das hast du ja bestimmt gemacht, krieg keine Antwort, krieg nur blöde Antworten, wird Dates dann abgesagt. Ja, scheiße, aber es ist ein raues Spiel da draußen teilweise, aber nicht immer, manchmal geht's auch gut. Ne? In meinem ganzen Leben habe ich sowas noch nie erlebt. Ja, komm, weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber es gibt Schlimmeres als das im Leben, glaub mir, es gibt viel Schlimmeres.
es ist klar, es triggert einen, aber es wäre also im Online-Dating, ich hoffe ja, dass wir das ein bisschen besser machen können, da bei Soulmatching, aber im Online-Dating werden ständig das Leute geblockt, ständig. Also, das habe ich auch erlebt. Dann gesagt, ach, ich habe möchte nicht weiter daten und in dem Moment ist man schon blockiert. Ja, weil keiner Bock hat, sich da noch irgendwie blöde Sprüche anzuhören. Also es gibt tausend Gründe, warum man blockiert, aber mal ganz ehrlich, wenn dieser Typ jetzt keinen Kontakt mehr haben will zu dir, dann darf er dich blockieren. Er hast ja keinen also man hat kein Anrecht auf Kommunikation und so, ne? Ich weiß, es ist doof, aber ich habe ein stabiles Umfeld, gute Freunde und genug Chancen bei anderen Männern. Ja, dann date die anderen Männer und lass die Männer, die nett sind und die dich wollen, lass sie, ich sag's jetzt mal, nur steht ja nichts drüber in der Mail, lass sie nicht außen vor. Dann sagst du, sie sind so langweilig. Ich sag das jetzt auch nicht speziell an dich, sondern an x andere E-Mails, die ich in der Richtung bekommen habe, dann lass die Männer nicht liegen, die nett sind und loyal, dann date die, wenn du genug Chancen hast. Ist doch super. Ne? Weil das Universum sagt sich, hey, schicken wir weiter Bindungsängstler. Also nicht, dass da jetzt irgendwas falsch wäre mit Bindungsängstlern, nur zwei Bindungsängstler zusammen ist halt, es passt nicht gut. Ne? Sagt das Universum, schicken wir dir weiter. Hast du ja schon mal noch nicht genug von, kriegst du den nächsten. So, also, und deswegen muss man dem Universum auch durch Handlung sagen, nee, das machen wir nicht mehr. So, trotzdem hat mich diese Geschichte ziemlich frustriert. Und deshalb habe ich deine Kurse gebucht. Hat mir sowas nicht mehr passiert. Ja, da wirst du, falls du Modul 1 hast, wirst du da was zu finden. Und finde ich gut. Ja. Der Mensch hatte so einen netten, ehrlichen Eindruck gemacht. Ja, nochmal, wie gesagt, ich kenne dieses Problem, wenn dann Leute so anträgern, dann denkt man immer, Gott, was haben die gemacht? Was haben die sich Böses überlegt? Was haben die sich für eine gemeine Strategie überlegt? Ich muss alles gar nicht sein. Wie gesagt, hat schon damals vor 100 Jahren mein Dating-Coach gesagt, der meint immer, ey, dann taucht die Ex wieder auf und dann bist du raus aus dem Spiel. Und dann sagt natürlich keiner, die Ex ist wieder aufgetaucht, sondern ja, dann, nee, ich will nicht weiter daten. Also, wie gesagt, ich will das jetzt, ist jetzt nicht gut gelaufen, finde ich. Ist gut, dass du ehrlich bist hier. Er hätte sicherlich ehrlicher sein können. Ist sicherlich ein ärgerlicher Prozess. Aber mal ganz ehrlich, die Welt ist crazy. Die Welt ist absolut crazy. Ist wunderschön. Ich liebe die Erde. Ich liebe die Natur. Aber die Welt ist völlig verrückt, ey. Also mal ehrlich, gerade sowieso. Aber egal. Sind ja alle ein Teil davon. Müssen wir uns wahrscheinlich alle selber an den Kopf packen. Dass er Bindungsängste hat und diese ganzen Probleme mit seinem Selbstwert, habe ich erst mit der Zeit erkannt. Du machst ja Bindungsangst haben, aber ansonsten wirkt das jetzt ein bisschen so rettermäßig, ne? So, ach, der arme Kerl hat Selbstwertprobleme, aber scheinbar hat er nicht so viele Selbstwertprobleme, bin ich echt total kühl. Hätte jetzt fast gesagt eiskalt, aber ich weiß es nicht, wie es gelaufen ist, abzuschießen. Also so Selbstwertprobleme hat er dann doch nicht. Also, das muss ich jetzt mal sagen, ne? Also, so schlimm scheint es ja doch nicht zu sein, sein Selbstwertproblem. Da hätte ich zum Beispiel ein super schlechtes Gewissen, jemanden so ohne Informationen nach 4 Dates, wo es körperlich geworden ist, ich könnte gar nicht schlafen, glaube ich, wenn ich sowas machen würde. Aber so Selbstwertprobleme hat er ja nicht. Ja, vielleicht könnte ich schlafen, aber ich konnte da nicht so. Ich glaube, ich hätte echt ein schlechtes, meine ich zumindest von mir, dass ich da mich echt ein ganz schlechtes Gewissen hätte, wenn ich das so machen würde, nachdem es körperlich geworden ist. Wenn es einfach nur 1-2 Dates gewesen sind, das passt nicht, ist was anderes, aber ich weiß auch nicht, was du mit körperlich meinst. Keine Ahnung. Kann ja alles sein. Von mal Händchen gehalten zu stundenlang andere Dinge, kann ja alles Mögliche sein. Und ja, also das hat auch früher mein Dating-Coach mal gesagt, du kennst die Menschen nicht. Ja, du hast ihn jetzt 4-mal getroffen und ihr habt euch, was das Wort WhatsApp geschreibt soll, das zählt sowieso nichts. Ne? Was ihn 4-mal getroffen ist zugegebenermaßen nicht wenig. Ne? Aber trotzdem,
Also ich sag ja immer die 100 Tage und die 200 Tage, ne? Vorher kennst du jemanden nicht, ne? Und das heißt ja auch nicht, dass, wie gesagt, es kann sein, dass irgendwas passiert ist, was jetzt erklären wird, was, wo man nicht die Nettigkeit hatte, dir das zu sagen. Weil jetzt unbedingt ein böser, unehrlicher Mensch ist, wissen wir jetzt nicht. Also auch das spielt gar keine Rolle, ne? Aber so, aber man sollte mit Bindungsangst, sollte man nicht denken, da ist jetzt ein Mensch, der leidet so schrecklich und dem muss ich jetzt helfen. Also es sei denn, er fragt euch um Hilfe. Sondern ich würde Bindungsangst immer sehen als ein plötzliches Absterben von Gefühlen, wo man einfach keinen Bock drauf hat. Also jetzt im Dating, also man kann das jetzt auf einer übergeordneten psychologischen Ebene, kann man das natürlich, machen wir ja auch, viel genauer angucken und ich will jetzt auch niemanden anträgern, der sich da auch so drin sieht und es gibt verschiedene Formen Bindungsangst. Aber jetzt im Dating, selbst wenn ich genauso bin, ne, würde ich sagen, ah, alles klar, Gefühle sterben ab, komm, vergiss es, kein Bock drauf. Weil gerade die Leute, die Bindungsangst haben, die brauchen jemand, der, wo das von Anfang an stabil läuft. Die mit Verlustangst auch. So. Aber bei Bindungsangst ist es besonders ungünstig. Die brauchen jemand, aber du hast ja nicht nur Bindungsangst, du hast ja auch Verlustangst hier. Ne? Also du brauchst jemand, der einfach von Date 1 ganz klare Linie fährt. Verlässlich ist. Und wenn du die vielleicht in der Vergangenheit weggeschickt hast, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, weil es dann vielleicht nicht spannend genug war oder nicht toxisch genug, sage ich jetzt mal, Augenzwinkern, oder was auch immer, ja, da muss man vielleicht sein eigenes Datingverhalten mal überprüfen, aber das, solche Crashes helfen ja auch dabei, ne? Also von daher kann ich das erheblich weiterbringen, ne? Das war bestimmt nicht umsonst, bin ich mir ganz sicher. Da stecke ich schon zu tief drin. Wie kann ich im Vorfeld erkennen, wenn jemand toxisch ist? Das kann kein Mensch. Außer wir sagen immer so toxische Menschen. Menschen sind nicht per se toxisch. Das Verhalten ist toxisch oder Dynamiken sind toxisch. Es kann sein, dass er mit jemand anders eine andere Dynamik hat, so, ne? Auch wenn wir es immer nicht wahrhaben wollen. Aber das kann man nicht. Ich kann das auch nicht. Also wenn ich, muss ja jetzt nicht mehr daten, aber wenn ich daten müsste jetzt, ich kann das nicht. Ich mache genau das, was ich euch sage, Standards und Dealbreaker und so. Also ich gehe von nichts aus, versuche möglichst wenig Erwartungen zu haben, versuche das zu genießen. Und wenn Red Flags auftauchen, wie Dates werden abgesagt, nehme ich raus. Mehr würde ich auch nicht machen. Mehr kann man, es gibt, ich kann das auch niemandem in der Stirn ablesen, also naja. So. Wo war ich jetzt? Oh. Hier. Hat das auch mit mir zu tun? Also erstmal nein, einfache Antwort, nein. Komplexe Antwort, du hast natürlich, sonst würdest du so eine Mail nicht schreiben, sonst hätte dir das nicht passiert, offensichtlich, das irgendwie in dein Leben gezogen und es wird vielleicht irgendeinen Grund haben, so, ne? Oder sollst du irgendwas lernen oder hast bestimmte Anziehungspunkte? Aber kurze Antwort, nein. Oder wird der Mensch in der nächsten Beziehung eine stabile Beziehung führen können? Also, ja, fast die meisten, die mir schreiben, aber ich früher auch gemacht, machen sich viel zu viel Gedanken, was mit dem in der Zukunft ist. Ist doch völlig wurscht, der soll glücklich werden. Aber ihr beiden passt nicht zusammen, das ist mir klar, ne? Aber ja, es fragt jeder, nein, wahrscheinlich wird er das, also du hast ja jetzt ihn nicht bedrängt und gar nichts, also, nee. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wenn man viel klarer ist und auch manchmal ein bisschen kühler und nicht nur auf Emotionen achtet, sondern auch, dass man respektvoll behandelt wird. Ne? Das ändert das Game schon. Ne? Und da ist manchmal eine klare Ansage, dass man sagt, ey, so geht's echt nicht, das kannst du mir nicht machen. Ist da zielführender als so ein unendliches, weiß ich nicht, über alles hinweggehen. So, ne? Oder retten wollen. Oder so. Aber das ist nur meine Meinung. Jeder macht, was er will. Das ist nämlich meine größte Angst, dass ich dann bestätigt bekäme, dass es doch an mir gelegen hat. Ach, come on. Nein, hat's nicht. Hat's nicht. Wie erkenne ich im Vorfall, beziehungsweise ganz am Anfang, ob ich einen stabilen Mann vor mir habe? Ja, ich will jetzt nicht meine ganzen Kurse runterbeten. Datingkurs für Frauen, Modul 1, ist da sicherlich. Vielleicht würde ich auch Modul 4 zielführend. Aber trotzdem, kurze Antwort, dass es läuft. Weil ein stabiler Mann, der wird nicht von einem Tag auf den anderen ohne Grund sowas machen. Aber du kannst das nicht von Tag 1 ansehen, das geht nicht, ne?
Ja, tut mir leid, dass sich das so verletzt hat. Verstehe ich total. Vielleicht macht es auch Sinn, da eigener. Vielleicht hat es die Wunde schon vorher gegeben. Vielleicht so andere Verlusterfahrungen. Kannst natürlich gerne mal gucken. Und ja. Genau. Wir werden es mal wiedersehen.